Willkommen zum zweiten Aiden Mechanic Overview. Dieser Boss heißt nicht Zwandler. Fangen wir doch gleich mit den ersten Mechanics. Als erstes macht er nicht smarter Fallbeil. Das ist ein linearer AOE, wie man sieht. Und dadurch danach spawnen noch Ads. Man sollte den natürlich ausweichen. Das heißt, die fliegen in die Richtung, wohin sie gucken. Dann gibt es noch die nicht smarter Sense. Die macht ein AOE-Feld um sich rum und danach erscheinen Ads in einem Plus, die immer zur Mitte hinlaufen. Das heißt, da auch eben ausweichen. Schattenflamme ist ein Mini-Tankbuster auf beide Tanks. Dann gibt es Dunkelfolger, das heißt, es werden mehrere Spieler damit gemarkt. Die haben dann ein größeres AOE-Feld. Ist allerdings nur ein Folgerangriff, das heißt, es wird nichts abgelegt. Dann gibt es noch unheiliges Dunkel, dadurch muss man stacken, wie der Stackmarker auch schön anzeigt. Jetzt kommt bei dem Boss die Besonderheit hinzu. Es gibt Verzögerung, das castet er. Und danach, wie jetzt zum Beispiel das Dunkelfolger, wird verzögert eingesetzt. Das heißt, wir haben dann auf der Buff-Leiste, sieht man dann, oder Debuff-Leiste, wie viel Zeit doch einem bleibt. Aber die Uhr auch. Und ab 5 Sekunden kommt sogar so eine Art Würfelanzeige, die das eben nochmal anzeigt. Und die castet danach eben das Folger. Das heißt, wenn er Verzögerung macht, danach den Angriff, wird es halt für immer verzögert. Wie jetzt dieser Stackmarker, der wird auch verzögert sein. Wir haben uns dann leicht abgesprochen, allerdings kann man eben auch über den Würfel dann sehen, wann man stacken muss. Die nächste Verzögerung macht er doppelt, sprich, jetzt bekommen Leute Folger und den Stackmarker. Das geht zeitgleich hoch, das heißt, die Folgerleute stehen außen und die Stackleute müssen eben stacken. Entropie macht der ganzen Gruppe Schaden. Jetzt castet der Boss noch einen Ad, der ihn zur Seite knockt. Muss man also auch ein bisschen aufpassen. Anti-Knockback funktioniert hier oder eben im richtigen Moment dashen. Jetzt erscheinen noch überall so Marks. Da müsste man sich reinstellen. Man kriegt Blutungsschaden da drin. Da kommen auch gleich Felder runter und das verbindet er ganz gerne mit anderen Skills, aber die haben meistens eine Verzögerung. Schattenauge, das heißt, er markiert einen Spieler und von dem müssen alle Spieler weggucken, weil sonst alle versteinert werden. Das kombiniert er auch ganz gerne mal mit Verzögerung. Und wenn das passiert, Schattenauge mit Verzögerung, geht das ungefähr dann hoch, wenn er Sense castet. Das castet dann nach Sense, dann sammeln sich alle unter ihn. Das heißt, die ganze Gruppe muss ein bisschen mittiger vom Boss und der eben das Auge hat, nur an den Rand des Bosses, damit eben keiner versteinert wird. Ich sag mal, das ist die größte Herausforderung meiner Meinung nach mit Pax. Ja, und das war's. Jetzt habt ihr im Prinzip alles gesehen. Jetzt wiederholt er noch ein paar Sachen. Das heißt, ihr habt den Kill schon so gut wie in der Tasche. Die Mechaniken sind halt im Normal-Mode auch nicht wirklich, ich sag mal, anstrengend oder schwer. Das wird im Savage halt meistens schwerer, weil manche Marke einfach wegfallen. So, dann sehen wir uns ja im nächsten Fight hoffentlich wieder. Da muss sich unser Held an einen Prima E-Fight erinnern. Und ich frage mich, was der getrunken hat. Also, könnt euch drauf freuen.